wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Wir machen heute ein Unboxing. Ihr habt sicherlich das Unboxing vom Alfred gesehen. Heute mache ich ein Unboxing von einem anderen Geschenk, das ich bekommen habe. Und zwar von Stefan und von Mirko, zwei meiner Kumpels. Stefan kennt ihr ja von den ganzen Videos, aber Mirko hat mit Tabletop nichts an Hut. Habe ich diese wunderschönen Ritter vom Bruchtal bekommen. Warum? Weil ich ganz, ganz, ganz neidisch auf den Stefan bin. Der hat die super schön bemalt, ihr habt sie hier schon gesehen. Und die rocken richtig. Schauen uns gerne mal das Profil werden auch ganz kurz an. Aber ich habe gesagt, ich brauche die auch. Ich möchte eine Numenor-Armee aufbauen. Und dann ist das eine wunderschöne Ergänzung, um auch ein bisschen Kavallerie im Spiel zu haben. Jo, machen wir auf. Ich habe die Verpackung schon abgemacht und ich habe noch nicht reingeschaut, muss ich ganz ehrlich sagen. Das heißt, ich bin genauso gespannt wie ihr und ich mache das jetzt einfach hier mal auf der Seite auf und hole da jetzt einfach raus, was da drinnen ist. Also, uiuiui, da ist echt viel drinnen. Das sind wir von Games Workshop ja nicht gewohnt. Oh, das sind sogar drei Ebenen von Teilen. Und die schauen wir uns jetzt alle detailliert an. Und das Schöne ist, es gibt eine Bauanleitung. Ich glaube, bei der Menge an Teilen ist die auch wirklich notwendig. Die möchte ich jetzt gar nicht groß mit euch diskutieren. Schauen wir uns mal die Teile an. Also, das scheinen zweimal die gleichen Teile zu sein, wenn ich das richtig sehe. Genau. Also, das hier sind zweimal die gleichen Teile. Das heißt, den brauchen wir uns nur einmal anschauen. Und dann wird das auch zweimal der gleiche Teil sein, gehe ich mal von aus, oder? So hundertprozentig sicher bin ich jetzt nicht, aber wir gehen einfach mal davon aus. Okay, das heißt, aus jedem dieser Teile baut man dann quasi drei Ritter. Das heißt, ich habe auch zwei Standarten, das ist ja richtig schön, weil Standarten finde ich immer total toll und bemalen ich auch sehr, sehr gerne. Und wir haben einen Haufen von den Schildern, es sind genug Schilder da auf jeden Fall. Und wir haben X Köpfe, würde ich jetzt einfach mal tippen. Total geil finde ich, hier gibt es auch so tote Elben. Also es gibt zwei tote Elben, die kann man dann umbauen und einen Szenario-Marker draus machen. Das werde ich wahrscheinlich an der Stelle tun. Das heißt, die Gussqualität, die ist echt richtig geil. Also da haben sie sich echt Mühe gegeben, Games Workshop. Die Modelle sehen auch zusammengebaut richtig klasse aus. Wo haben wir denn die Körper? Ich suche mal gerade die Körper. Also wir haben hier einen Kopf, wir haben hier einen zweiten Kopf, einen dritten Kopf, einen vierten Kopf, also man hat richtig, richtig Auswahl, da selbst was zusammenzustellen, das finde ich total gut und werde ich sicherlich auch ein bisschen individualisieren, das Ganze. Jo, schauen wir uns einfach mal am Bild an, was gibt es für Posen. Man kann diverseste Sachen zusammenschustern. Wir haben hier einen Hauptmann, aha, es gibt einen Hauptmann, den habe ich noch gar nicht gesehen, muss ich gestehen. Da muss man wahrscheinlich einen Kopf verwenden, der dann etwas anders ist, finde ich jetzt auf der Schnelle gar nicht hier, aber der ist auf jeden Fall dabei, weil sonst, bei Stefan habe ich ihn auch schon mal gesehen, jo, keine Ahnung wo der jetzt ist, beim nächsten Mal finde ich ihn dann. Jedenfalls, ich finde die Gussqualität total toll, mir gefallen auch diese dynamischen Mäntel, die man hier auch da drauf sieht und echt schick hat Games Workshop was gemacht. Ich finde, da bekommt man für ein mittleres Geld eine schöne Armee. Also wenn man jetzt hier 5 Reiter und einen Hauptmann aufstellt, hat man genau 200 Punkte. Und die 200 Punkte sind auf jeden Fall geil investiert. Wobei der hätte dann jetzt keine Standarte an der Stelle, sondern der wäre einfach so. Aber finde ich, für 200 Punkte kriegt man richtig schöne Modelle. Jo. Jetzt würde ich... Ah, hier. Das ist der Kopf vom Hauptmann. Siehst du, da ist nämlich nur Haare und kein Helm an der Stelle. Jo, ich finde die Sachen super und vor allem finde ich es klasse, dass dann so viel modular ist. Also man kann ganz, ganz viel zusammenbauen, unterschiedliche Teile. Wie viele Pferdeteile haben wir eigentlich? Jetzt müssen wir mal gucken. 1, 2, 3. Also wir haben genau 6 Pferde und nicht mehr als 6. Aber das ist auf jeden Fall ausreichend, weil wir brauchen auch nur 6 Reiter. Gut, wie sieht es mit den Profilen aus? Ich fange mit dem interessanten Profil an. Eines der besten Profile aus meiner Sicht, die es im Spiel überhaupt gibt. Ist der Hauptmann, der Ritter von Bruchtal, der kostet ein bisschen weniger als 100 Punkte. Der hat eine schwere Rüstung, Lanze, Elbenklinge, Elbenbogen und Pferd. Boah, also alles dabei, ist wirklich alles dabei. Der kann ein Schild für 5 Punkte kaufen. Super Modell, richtig, richtig stark. Müsste auf jeden Fall 25, 30 Punkte teurer sein. Echt klasse. Die Ritter vom Bruchtal, die kosten ein bisschen mehr als 20 Punkte, sind Waldbewohner, exzellente Reiter und haben im Prinzip genau die gleiche Ausrüstung, die auch der Ritter, der Hauptmann hat. Die rocken richtig.
Warum? Weil sie sowohl starken Fernkampf mit den Ellenbögen haben und sich dann immer noch 5 Zoll bewegen dürfen, wenn sie schießen und immer auf die 4 plus noch treffen. Und wenn du in Nahkampf gehst mit Kampfkraft 5 und mit Lanzen, da schlägst du alles kurz und klein. Also Ritter von Bruchtal, wahnsinnig starke Armee. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man eine eigene Armeeliste dafür aufgemacht hat. Also es gibt ja die Eregion-Liste, da könnte man mit Gilgalad spielen etc. Die sind jetzt eine eigene Armeeliste. Elronds Haus heißt die und da gibt es nur Elrond, Lindir und die Ritter von Bruchtal und den Hauptmann. Gar wenn es nach mir ginge, dann würde ich das alles in eine Armeeliste reinpacken. Jo, ist halt leider nicht so. Natürlich haben wir auch 6 Spaces dabei. Darf man nicht vergessen, ich mache meine sowieso auf flacher Basis, deswegen gucke ich mir das erst gar nicht an. Die benutze ich dann irgendwie für irgendwelche Bäume oder so. Aber zumindest hat Games Workshops wieder zugetan. Jo, das war es aus meiner Sicht auch schon vom Unboxing der Ritter von Bruchtal. Da gibt es auch nochmal ein kurzes, schönes Foto von hinten, das ich auch noch zeigen möchte. Oh, jetzt nimmst du mal meinen Schatz direkt aus der Hand. Ist der radikal an der Stelle. Ja. Vielleicht ein bisschen mehr ins Licht, Schatz. Das spiegelt ja. Ja, dann nochmal hier. Besser, oder? Ah ja. Ja. Also wenn man mal so malen kann, dann hat man es geschafft, würde ich sagen. Aber Stefans Armee, die sieht ja auch richtig, richtig klasse aus. Gut, jetzt bin ich wirklich beim Ende des Videos. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann kommentiert gerne. Teilt das Video, gebt mir den Daumen hoch, wenn ihr Alinas Kameraführung gut fandet. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.